Welche Sportmythen sind Quatsch? Wie sieht es zum Beispiel aus mit den Problemzonen? Lassen die sich gezielt wegtrainieren? Bei mir zum Beispiel ist es der Bauch. Kann ich den einfach mit Sit-Ups loswerden? Nein. Warum? Weil Sit-Ups Muskeln hintrainieren und nicht Fett wegtrainieren. Klar, bei jedem Training wird auch Fett verbrannt. Und es kann sogar sein, dass in der Region, wo man trainiert, ein Hauch mehr Fett verbrannt wird als am übrigen Körper. Nur sobald man danach wieder isst, wird das, was vorher wegtrainiert wurde, wieder aufgefüllt. Und hier ist der Sportmythos Nummer 2. Fett wird erst nach 30 Minuten verbrannt. Ganz ehrlich, das ist Quatsch. Es wird von der ersten Sekunde an auch Fett verbrannt. Jetzt ist der Anteil der Fettverbrennung aber unterschiedlich. Ja, anfangs wird relativ wenig Fett verbrannt und dafür deutlich mehr Kohlenhydrate. Je länger man trainiert, umso höher ist der Fettverbrennungsanteil. Aber da gibt es keinen allgemeingültigen Richtwert. Denn wenn ich austrainiert bin, ist das was völlig anderes, als wenn ich ein sportlicher Anfänger bin. Und einen habe ich noch. Wer fit sein will, muss leiden, oder? Quäl dich, du Sau! Es kommt drauf an. Also wenn du jetzt gerade ein austrainierter Top-Athlet bist, Spitzensportler, dann hilft es tatsächlich nicht viel, wenn du nur leicht vor dich hintrabst. Aber für so Otto-Normalsportler wie mich ist schon jede Form von Bewegung was echt Tolles. Sport ist gut, intensiv auch. Aber bitte immer so, dass man sich währenddessen noch unterhalten kann. Dann wird der Körper auch nicht überfordert und dann tut man auch was für seine Gesundheit. Und bevor ihr zum Sport geht, nochmal klicken in den Kommentaren, was wollt ihr hier hören beim Alleswisser?